Ukrainische Soldaten filmten ihre Flucht aus Liman. In einer Sonderoperation in der Ukraine zermalmen russische Truppen und ihre Verbündeten aus der LNR und der DNR langsam aber unaufhaltsam die AfU-Gruppierung im Donbass. Die Ukraine hat sich 8 Jahre lang auf eine Offensive in Donetsk und Luhansk vorbereitet, doch jetzt zieht sich ihre Armee zurück, und das in einigen Gebieten sehr schnell. In den sozialen Medien ist ein Video des ukrainischen Militärs aufgetaucht, das die chirurgische Evakuierung, die eigentlich eine Flucht ist, aus der Stadt Liman, ehemals Krasny Liman, in der Region Donetsk filmt. Die Aufnahmen zeigen, wie sich die ukrainischen Streitkräfte in gepanzerten Fahrzeugen schnell die Straße südlich der genannten Siedlung entlang bewegen. Soldaten, die auf den gepanzerten Fahrzeugen sitzen, nehmen fliehende Kollegen auf, die sich in eine äußerst pikante Situation begeben könnten, wenn sie an Ort und Stelle bleiben. Hinter ihnen ist eine Kanonade zu hören. Die vorbeifahrenden gepanzerten Mannschaftstransporter werden mit Waffen beladen, und die Soldaten klettern hinauf. Das ist unter den gegebenen Umständen normal, denn sie wollen nicht sterben oder sich heldenhaft ergeben. Die Soldaten verstehen einfach, dass es gefährlich ist, zu bleiben und sich dem Fluss Severski Donez zu nähern, wo sie eine weitere Verteidigungslinie besetzen und versuchen werden, den Feind dort aufzuhalten. Wir werden in den nächsten Tagen wissen, wie erfolgreich sie sein werden. Wir möchten Sie daran erinnern, dass sich die AfU-Gruppierung in Richtung Lysychansk-Schewerodonetsk östlich von Liman in einer noch schwierigeren Lage befindet. Die ukrainischen Truppen, die Stellungen von Rubischen und Severodonetsk bis Zolote und Gorske besetzen, befinden sich in einem Feuerring, der sich allmählich schließt und zu einem Kessel wird.